arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft, verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werden. Meister, wenn wir verfolgt und verleumdet werden, beschützen unsere Frauen und unsere Kinder. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, wie soll man es dann wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht im Verborgenen bleiben. Man zündet auch kein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf einen Leuchter. Dann leuchtet es allen im Haus. Und so soll euer Licht vor der Menschheit leuchten, damit alle eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Aber Herr, wir sollen uns doch an die Gesetze des Propheten halten. Denkt nicht, ich sei gekommen, um die Gesetze und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, das sage ich euch. Bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Hier ist ein Platz im Himmelreich sicher. Denn ich schwöre, dass ich mich bisher stets an das Gesetz gehalten habe. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst keinen Meineid schwören. Und du sollst halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Denn alles andere stammt vom Bösen. Aber Herr, wie sollen wir uns denn dann gegen alle Ungerechtigkeiten wehren? Wie sollen wir uns gegen die verhalten, die uns unterdrücken? Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand. Sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihn auch die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihn auch deinen Mantel. Wer dich bittet, dem gib. Und wer von dir borgen will, dem weise nicht ab. Wir besitzen doch selber nicht viel. Sollen wir denn wirklich jedem Bettler oder Fremden etwas abgeben von unserem Haben tun? Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und tut Gutes denen, die euch hassen, damit auch sie Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel werden. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über das Gute und das Böse. Und er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erhalten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Ihr sollt also vollkommen sein, so wie es auch der himmlische Vater ist. Wir möchten dir gerne folgen, Herr, aber es ist so schwer, all das zu begreifen, was du sagst. Habt Vertrauen. Ich werde euch den Weg weisen. Betet. Doch macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich zum Gebet gerne in die Synagoge oder an den Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, das sage ich euch. Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Doch ihr geht in eure Kammer, wenn ihr betet, und schließt die Tür. Dann betet zum Vater, der im Verborgenen ist.
Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es euch vergelten. Und wenn ihr betet, dann sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie würden nur erhöht werden, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie. Euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. Und so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Schulden, so wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen werden. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Denn wenn ihr der Menschheit ihre Verfehlungen vergebt, dann wird der himmlische Vater auch euch vergeben. Hosanna dem Sohn Davids! Hochgelobt sei der von den Gnaden des Herrn! Hosanna! Hosanna! Was hat das alles zu bedeuten? Was wollt ihr? Wer ist dieser, der da einzockt mit Palmen und Jubelgesang? Das ist Jesus, der große Prophet von Nazareth! Hosanna! Was kann Nazareth uns schon Gutes bringen? Er ist unser Freund und Mordtäter! Hosanna! Hosanna! Wollen wir schweigen, ihr Nichtswürdige! Hosanna, dem Sohn Davids! Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn! Hosanna! Hosanna! Hörst du, was diese rufen? Wie kannst du das dulden? Gewiss höre ich es, aber es steht geschrieben, aus dem Munde der Kinder und Unmündigen hast du dir Lob bereitet. Und ich sage euch, wenn diese schweigen, dann werden Steine reden. Hosanna, dem Sohn Davids!